So, wir stehen jetzt vor dem Gebäude und wie ihr seht, hängt hier oben dieses Banner. Ab dem 5. Juli findet man die Produkte von dem Herrn Bergmann woanders. Er ist mit seinem Betrieb umgezogen, hat sich jetzt auch verkleinert, weil er das aus alterstechnischen Gründen nicht mehr ganz schafft. Und vor uns sehen wir jetzt den Laden, also den ehemaligen Laden, wo die Rollladen runter sind. Hinten die zwei roten Tore. Das wird die Anlieferung gewesen sein oder wenn mal sickerweise irgendwelche Futtermittel abgeholt worden sind. Und hier auf der rechten Seite scheint das Wohnhaus zu sein. Ich weiß jetzt im Moment noch nicht allzu viel von diesem Gebäude. Ich weiß nur, dass es ein Familienbetrieb, fast ein 100-jähriger Familienbetrieb ist, der hier geführt worden ist. Und jetzt beendet wird. Wir werden im Gebäude noch einige Maschinen sehen. Leider ist es schon komplett hergeräumt. Aber ich denke mal, der Charme, der wird trotzdem noch da sein. Ja, hier ist, es ist ein kleiner, ich weiß nicht, ob das eine Art Bunker gewesen ist. Das können wir vielleicht gleich auch mal fragen. Oder ein Wasserlauf. Eine Mühle kennt man zwar mit einem Mühlenrad, aber das wird hier nicht sein. Aber das erfahren wir nachher mal. Wir gehen jetzt mal kurz weiter hier im hinteren Bereich. Hier ist so ein kleiner Unterstand. Hier geht es im Garten rein. Da hinten ist nochmal ein Zugangstörchen. Ist natürlich jetzt schon alles verwachsen. Hier stand auch mal irgendwas. Hier geht eine Treppe hoch zu einem kleinen Lager, ein Unterstellplatz. Und ich denke mal, dass hier in diesem Bereich die Mieterarbeiter dann auch mal ihre Pause gemacht haben. Wir gehen mal kurz hier hoch und schauen. Es ist alles zugewachsen, also wir werden hier nichts Besonderes mehr finden, außer drin die Maschinen. Es ist soweit alles rausgeräumt worden. Hier ist ein kleines Holzlager. Ja, der Zahn der Zeit, der nagt natürlich, wenn man jetzt mal überlegt. Ist noch gar nicht so lange her, dass hier zurückgebaut worden ist, aber wenn dann hier keiner mehr was pflegt, weil es sich ganz einfach nicht mehr lohnt, dann holt sich der Natur natürlich schnell wieder alles zurück. So, Freunde, gehen wir mal wieder rein. Wie gesagt, da vorne diesen kleinen Tunnel mit dem Wasserlauf darunter. Da fragen wir gleich nochmal den Herrn Bergmann, was der auf sich hat. Und wir gehen jetzt erstmal ganz alleine, so wie es gehört, was placemäßig ins Gebäude rein und schauen mal, was wir alles finden. Bis gleich. So, und jetzt beginnt das kleine Abenteuer, das Gebäude zu erforschen. Die Tür ist offen. Die schließen wir wieder hinter uns. Das Licht wird angemacht. Die Blende ein bisschen auf. Schon was los. Also, wenn man hier reinkommt, fühlt man sich sofort um eine Jahrzehnte zurückversetzt, direkt hinter der Tür. Das ist ein Spülstein. Hier links war ich jetzt gerade schon, da geht es in den Betrieb rein bzw. den Verkauf. Wir gehen jetzt erstmal hier die Treppe hoch und schauen, was wir da finden. Hier oben hängt noch die Klinge. Und von 2019 die Heiligen Drei Könige. Das sieht hier fast aus wie so eine kleine Stube im Endeffekt. Mit Holzbalken unter der Decke. Eine kleine Eckbank, das Radio steht noch hier. Auf der Fensterbank ein kleiner Schrank. Ja, und die typischen mit Kupfer beschlagenen Lampen. Auf dieser Seite hier. War anscheinend mal die Küche gewesen. Also das könnte dann eine Wohnküche gewesen sein, ja, wo die Familie früher dann zu Mittag gegessen hat. Also der jetzige Besitzer ist hier groß geworden. Sein Vater hat den praktisch dann aufgebaut und ihm dementsprechend übergeben. Von daher hängt ziemlich viel Herz an diesem Betrieb. Wir befinden uns jetzt im Wohnzimmer. Der Laminat, das ist jetzt hier Parkett
die hat sich hier schon gelöst. Ich denke mal, dass früher hier durch die Fenster ein schöner Blumengarten gewesen ist. Ist jetzt leider schon alles zugewachsen. Hier ging es raus. Oder hier ging es. Ich weiß nicht, wir gehen einfach mal. So, jetzt hat gerade der Besitzer angeklingelt. Wir haben uns gerade kennengelernt und gehen jetzt mal wirklich zu diesem kleinen Loch hier vorne. Und dann wird uns Herr Bergmann, Herr Vater, sagt er, er hört auf beides, mal was zu erzählen. Das ist ein alter Luftschutzpunkt. Das ist tatsächlich ein alter Luftschutzpunkt. Ja, das ist ein alter Luftschutzpunkt. Wie groß der ist, wissen Sie nicht, der ne? Der ist, sagen wir mal, von meinen Großeltern oder von meinem Großvater angelegt worden, zu ja. Zeiten des Krieges. Ja. Und der ist also nicht allzu viel. Das ist ungefähr, ja, was soll ich sagen? Also wo so vier so bis sechs? Runde. Ja, okay. Wo jetzt, sagen wir mal, ja, vier, fünf Personen vielleicht okay. rein. Ja. Aber es ist ja interessant, dass auf jeden Fall, ich sag mal, so Privatpersonen auch an einen Bunker gedacht haben. Ich meine, zu Kriegszeiten ist das natürlich logisch. Ja, man muss ja normalerweise im Prinzip sagen wir mal vorher schon gebaut. Ja, ja, genau. Sagen, zu Kriegszeiten kriegt man ja kein Beton. Richtig. Ja, ja. Oder, sagen wir mal, kein Stahlbeton oder was auch immer. Richtig, genau. Das Gebäude, das steht jetzt hier seit 1920 oder? Ich sag mal, hier dieses Wohnhaus mit Sicherheit seit, ich möchte sagen, 1800 und ein paar zerquetschte. Das ist 1800. In dem Falle, sagen wir mal, umgebaut worden. Ja. Da ist also in dem Fall schon Asbach-Uralt. Ja. Und ja gut, dann ist es verändert worden und dann ist hinterher normalerweise im Prinzip der Anbau. Okay. Gut, das ist schon mal sehr interessant. Gehen wir noch mal kurz hinter das Haus. Weil hier haben wir im Endeffekt so einen Bereich, wo vielleicht mal was gestanden hat. Ja, da oben hat jetzt zum Beispiel, sag mal, früher Schweinestall und Hühnerstall. Ja. Mit Auslauf gestanden. Ja, das war hier in dem Falle Freifläche. Okay. Da hat also in dem Fall nichts gestanden. Früher, ganz früher mal, sag mal, Beetbereich, sagen wir mal, mit Bepflanzung drauf. Ja. Aber da kann ich mich so vage dran erinnern. Und hier vorne ging es letztendlich in den Betrieb rein, dass die Mitarbeiter sich hier hinsetzen? Sagen wir mal, geradeaus ging es jetzt in den Betrieb rein. Mhm. Ja, okay. Und links runter in den, sagen wir mal, Privatkeller. Ja, okay. Gut, dann habe ich ja gerade nichts Verkehrtes groß erzählt. Ich habe zwar da oben Holz drin gesehen. Das sieht der dann, sagen wir mal, als Holzlager ja. dient. Okay, gut. Hier in dem Falle früher mal meine Großmutter beackert und genau. Sag mal anständig hergerichtet. Das sah natürlich nicht so aus, wie aus. Nee, das ist schon klar. Also das habe ich gerade auch gesagt, dass hier sehr wahrscheinlich mal ein Garten angelegt gewesen ist. Was natürlich schönes jetzt Rosengärtchen und so weiter und so fort. Ja. Also im Prinzip haben wir nur nasse Füße gekriegt dann und sag mal, um zu sagen, so bis zum Schultern normalerweise dran gesessen. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Gebäude rein. Fangen wir vielleicht mal im Privathaus an. Da sieht man jetzt nicht mehr allzu viel. Nee, außer eine Sitzecke, ein paar Lampen. Die Klingel hängt noch an der Wand. Da sieht man nicht mehr. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier die Küche, die Wohnküche gewesen ist. Hier hat man gegessen. Hier auf dieser Seite die Küche. Das Wohnzimmer. Wo hier sehr wahrscheinlich auch eine schöne Terrasse gewesen ist. Nee, die ist oben drauf. Ach, die ist oben drauf. Aber ich sag mal, hier Blumen, also dass das alles ganz schön ansehnlich gewesen ist. Hier haben wir noch eine schöne alte Lampe. Die mussten jetzt nicht runter, haben sie auch keine weitere Verwendung für, aber sowas sieht man natürlich auch selten. Ne? Jetzt sagen wir mal Waschraum. Ah ja, genau. Ja, weiter. Waschmaschine und so weiter und so fort drin. Okay. Das Schlafzimmer mit einem. Ach nee, das ist. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Tresor gewesen, aber das ist. Nein. Das ist so eine kleine. Das ist Kaminklappe. Eine Kaminklappe, wo dann praktisch die Wärme reingelassen wird. Ja, die Wärme dann normalerweise im Prinzip auch hier rein kann. Ja. Ja, so wurde dann früher geheizt, dann wurde natürlich nachträglich die Heizung reingebaut. Sagen wir mal, muss ich ganz ehrlich sagen, der Ofen war oder ist auf jeden Fall dreimal besser. Und jetzt kommen wir sehr wahrscheinlich schon im geschäftlichen Bereich, Büro. Genau, wo hier so eine kleine Durchreiche gewesen ist, in den Betrieb rein. Ja, sagen wir mal, Durchreiche. Hier, sagen wir mal, unten drunter ist der Mannschaftsraum gewesen. Mhm. Und wenn dann Licht angemacht wurde, dann wurde in dem Fall gesehen,
dass die Pause gemacht haben. Also, okay. Ja, hier hat man dann nochmal ein paar Schränke. Der Tresor, den ich gerade schon mal gezeigt habe, der noch umgesetzt wird. Und der schöne alte Kaminofen, wo wir gerade das Rohr, was man da jetzt auch in der Wärmeklappe, oder wie hieß es? Wärmeklappe. Wenn der Wärmeklappe sehen konnte, der hat dann hier dementsprechend immer schön gebollert. Leider auch kein Licht mehr? Nee, nichts mehr. Also wenn es zu dunkel wird, habe ich noch eine Taschenlampe da, dann können wir ein bisschen leuchten. Wir versuchen es jetzt erstmal mit dem Licht. So, und hier haben wir die schönen Mühlen stehen. Richtig. Das heißt, die Mischmaschinen sind es teilweise, ne? Das sind Mischmaschinen. Mhm. Also diese runden Tröge. Das ist, sagen wir mal, eine Mischmaschine, da passt ja mal so ca. 2200 Kilo rein. Aha. Dahinter ist ein Hühnerfuttermischautomat. Okay. Der also, sagen wir mal, Achtung, nicht fahren hier. Der jetzt, sagen wir mal, um was zu sagen, silomäßig gefüllt wurde. Da passten rein, Pi mal Daumen, 8 Tonnen. Mhm. Und mischte dann, sagen wir mal, selbsttätig Hühnerfutter. Okay, das heißt also, durch jedes Rohr kam, ich sag mal, ein anderes Korn, verschiedene Getreidesorten, das wurde dann dementsprechend gemischt. Ja, das und wird dann, sagen wir mal, hier mit einer Schnecke gemischt. Ah, so. Ging dann durchs Rohrsystem unten auf den Elevatorfuß, so nennt sich das, wurde dann normalerweise mit dem Elevator bis oben und das Dach befördert. Ja. Und dann wieder über das Rohrsystem hier in die Absackbahn. Okay. Sodass man da, sagen wir mal, 25 oder 50 Kilo oder sagen wir mal umgestellt hat, hier hinten auf diese kleine Absackwaage, dass man 5 Kilo Säcke oder 5 Kilo Tüten abziehen konnte. Okay. Das ist also vollautomatische Wahl. Jetzt versteht man mal das Ganze, wie überhaupt so eine Mühle funktioniert. Also ich sag mal so ein Mischverfahren, weil da sind so viele Rohre, die rauf und runter gehen, dass tatsächlich erstmal, ich sag mal, runter geht, gemischt wird, hochgefördert wird und dann quasi wieder auf der gleichen Ebene zurückkommt. Ja, sag mal, oder dann eben halt hier übers, sag mal, halt Reinigungssystem, wenn wir jetzt, sagen wir mal, hier die Mischmaschine haben, ging es also in diesen Elevator rein. Mhm. Dann wurde, sagen wir mal, über das Rohrsystem oben auf eine Reinigungsmaschine rüber geleitet. Und dann konnte man das hier, in dem Falle gereinigt, über diesen Absackstutzen wieder abziehen. Dann hatten sie also sauberes Getreide. Okay. Ja gut, wir gehen jetzt gleich mal hoch und gucken uns das Ganze mal an. Ja. Der Antrieb, die man jetzt, die ganze Antrieb. Das ist normalerweise im Prinzip, sagen wir mal, alles mit Elektromotoren angetrieben worden ist. Und, sagen wir mal, eben halt die verschiedenen Riemensysteme. Ah, okay. Ja, hier stehen wir jetzt nochmal vor dem Schaltschrank. Ist natürlich, der Strom ist komplett abgeschaltet, aber wenn man jetzt ganz einfach mal, okay, das sind neuwertige Automaten, aber alles andere was jetzt hier so an Hauptschaltern ist für die Maschinen, auch hier der Lastschalter, das wird sehr wahrscheinlich einer so ein Hauptschalter gewesen sein. Das sieht schon alles sehr, sehr alt aus. Ich meine, ich wohne auch in einem Zechenhaus, da habe ich auch sowas, glaube ich, unten, oder auch noch den großen Hebel umlegen muss, damit man die Bude stromlos legt. Nee, sag mal, das ist jetzt, sag mal, ein Schalter. Ach, das ist ein Schalter für die Maschine? Für die Maschinen, sag mal, für die Mischmaschinen. Okay. Wo man die normalerweise mit antreiben kann. Ja. Gut, dann haben wir hier vorne jetzt noch so eine Art... Das ist eine Reinigungsmaschine, Getreidereinigung. Ach, das hier, die wird praktisch dann hin und her geschoben, hin und auf her so einem Sieb? Sag mal, dann fällt also in dem Fall unten das Feine raus und das gereinigte Getreide geht, sag mal, in das Rohrsystem, also Elevator, fällt dann hier wieder in die große Waage, okay, um es wieder entweder abzuziehen oder wieder runterzuleiten auf, auf Silozellen. Dann gucken wir mal von der anderen Seite. Die ganze Maschine ist aus Holz gemacht, fällt mir jetzt gerade auf, bis auf die Wellen. Und hier drin, das ist im Endeffekt ein Sieb. Ein feines Sieb, wo ja praktisch das feine Getreide dann praktisch durchgefahren ist. Durchläuft. Hier werden jetzt einmal die ganz groben, teils Maiskolben normalerweise rausgefiltert durch Luft, die da hier reinfallen. Und hier wird Getreide drüber geleitet, jetzt sagen wir mal entweder Mais oder sagen wir mal Taubenfutter, was auch immer. Interessant. Okay, die Getreidetrocknung, ja. Um jetzt normalerweise feuchtes Getreide, was von der Landwirtschaft angenommen wird, sagen wir mal, runter zu trocknen, dass es lagerfähig wird.
Und das wird dann auch von wo wird das jetzt eingefüllt? Das wird normalerweise im Prinzip vom Silo aus in die Trocknung eingefüllt und geht dann auch hinterher wieder im Silo rein. Okay. Natürlich in andere Silo, damit das ein bisschen gegabselt ist. So, dann kann man hier, was kann man hier einstellen? Eine Getreidemenge oder? Da muss ich Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, das hat mein Vater als letztes in Betrieb genommen. An diese Getreidetrocknung bin ich nie dran gegangen, weil Sie ja auch da, in dem Falle nachts, wenn die läuft, immer mal wieder nachgucken müssen und auch Proben nehmen müssen. Ja, also eine Maschine, die jetzt schon mehrere Jahrzehnte stillsteht. Läuft jetzt mit Sicherheit 3 Jahrzehnte nicht mehr. Korntemperatur konnte man hier ablesen. Im Endeffekt hier noch so ein paar Ablagetische, normalerweise sind keine Ablagetische, da war ja jetzt einmal früher ein Aufzugsystem. Man muss das Ganze einfach mal. Jetzt normalerweise im Prinzip, müssen Sie sich das jetzt gerade vorstellen. Hier, ja, ist klar. Wo man jetzt normalerweise im Prinzip mit dem Lastenaufzug 50 oder 100 Kilo Säcke hoch oder runterziehen konnte. Und um die jetzt normalerweise im Prinzip auf den Buckel zu nehmen, haben wir normalerweise diese Ablagen gebaut. Dann hatte man die, um mal zu sagen, auf Nackenhöhe. Ja. So, und wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Hier steht es da sogar, nicht unter Last betreten. Also kein Ablagetisch, sondern ganz einfach, um was drauf abzulassen. Auf passender Höhe. Ja, hat man sich früher richtig was gebaut. So. Das ist jetzt eine kleine Mischmaschine. Da fehlt jetzt hier unten der Trichter. Mhm. LKW-Garage. Ja. Das ist ein Getreidesumpf. Getreidesumpf heißt? Alles, was jetzt bei der Verladung... Nee, alles, was jetzt normalerweise im Prinzip früher an losem Getreide war, wurde hier reingefüllt. Und dann wurde das mit dem Redlersystem wieder in die Elevatoren gebracht und dann wieder befördert. Okay. Ja, da passen ca. 8 bis 9 Tonnen rein, je nach Getreidesorte. Wahnsinn. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal im Keller an, wie das dann da unten dementsprechend weiterführt. Ne? Also wie gesagt, es ist die Lagerhalle, wo Paletten gelagert worden sind und lose Ware. Hier drüben kann man jetzt die Mühlengeräte durchsehen. Aber das ist praktisch der hintere Bereich. Wir gehen jetzt mal, wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir erst oben auf dem Dach. Dann gehen wir mal im Keller. Nehmen wir ein bisschen Licht mit. Jetzt normalerweise im Prinzip eine Sackwaage gestanden, die bis zu 250 Kilo wiegen konnte. Okay. So eine uralte Standwaage. Ja, das heißt, so ein Sack, der hat dann tatsächlich, 100 Kilo gewogen. Mhm. Die übersieht man fast, ne? Ja, das ist ein kleines Treppchen. Okay, der Mühlenkeller. Jetzt gucken wir doch mal ganz einfach. Das sind die Ausläufe der Mischmaschine. Ja. Jetzt von dieser großen Mischmaschine. Mhm. Das sind normalerweise im Prinzip, die Ausläufe von 7 oder 8 Silozellen. Ja. Das Getreide wird ja von oben reingefüllt, vom Dach aus, vom obersten Boden. Mhm. Ja. Und dann kann man es hier normalerweise im Prinzip, rausziehen mit diesem Schneckensystem wieder. Das heißt, das ist so eine Art Schieber? Das ist eine Art Schieber, wo man es einstellen kann, dass nicht allzu viel rausläuft. So wie das Mischverhältnis sein soll, ne? Nee, nicht wie das Mischverhältnis sein soll, sondern muss ja so sein, wenn Sie das ganz aufziehen, dann haben Sie die Schnecke voll und dann haben Sie den Elevator zu. Okay. Ja, und dann können Sie erst normalerweise den Elevator wieder freimachen, schaufeln. Ja? Und deshalb muss jetzt kontrolliert rauslaufen. Ach so, okay. Und dann wurde in die Mischmaschinen reingefüllt etc. pp. Gut, dann läuft es praktisch hier weiter. Hier fällt es dann. Da fällt es normalerweise im Prinzip runter in den Schacht, in den Elevatorfuß. Okay, und dann geht es hier letztendlich mit dem Elevator wieder aufwärts. Wieder aufwärts. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Da gehen wir gleich hin. Und dann kommt es durch die Füllmaschinen praktisch wieder runter. Also sehr interessant, was man hier so zu hören kriegt, wie so die Maschinen funktionieren. Das ist wie gesagt, das alles über Transmission.
Ja. Also einen Motor und dann eben halt die verschiedenen Riemen, die jetzt normalerweise im Prinzip auf die Antriebswellen, entweder hier oder ja, auf dem Erdgeschoss, die Sachen antreiben. Ist denn auch mal vorgekommen, dass so ein Rohrsystem irgendwie auseinandergeplatzt ist aus irgendeinem Grund? Ich meine, kann man es gut reparieren. Es wird normalerweise teils sind ja, wenn da Getreide durchläuft, werden die ja auch normalerweise mit der Zeit mal brüchig. Mhm. Ja, und gut, dann müssen sie natürlich, ein Teilrohr wieder ersetzen. Mhm. Gut, was sind ich meine, das sehen Sie auch hier. Nein, dann fällt normalerweise irgendwo. Stimmt, genau, da ist schon mal ein bisschen durch, kleine Löcher oder was fällt dann Getreide raus. Ja. Da vorne noch mal so kleine Klappen, wo man dann dementsprechend, ja, auch was hat mal, man? Um was zu sagen, eine Probe nehmen kann. Ne? Eine Probe nehmen, okay. Mhm. Mhm. Das ist eine Hammermühle, wo es vor. So. Um jetzt normalerweise Gerste zu mahlen oder Leinsamen zu mahlen. Das heißt, wir können da jetzt nicht reingucken, da wird sehr wahrscheinlich das Getreide dann mit dem Hammerwerk. Mit dem Hammerwerk wird das zerschlagen. Ja. Und fällt unten wieder raus und da hinten sieht man geht doch normalerweise im Prinzip hier durch Luft. Ging das dann normalerweise im Prinzip nicht auf dem Speicher, sondern hier auf Erdgeschoss, um das da wieder abzufüllen. Okay. So, und hier haben wir im Endeffekt nochmal so ein kleines Löschchen, wo es zu dem Palettenlager ging. Zur LKW, ja, genau. Ja. Zur LKW. Ja, hier wurde normalerweise, zu den Wintermonaten wurden dann hier, 3, 4, 5 Tonnen Kartoffeln eingeladen. Aha, hier. Okay. Weil es ja hier normalerweise kühl und dunkel war. Hier unter der Treppe befindet sich praktisch so ein Auflager für irgendwie eine Maschine, stand dafür. Was damit gemacht worden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Das weiß ich also. Da stand bestimmt auch früher mal da stand auch ein Elektromotor. Ja. Ja, und früher hat man die Rohre dementsprechend mit Gips und ich weiß nicht, was ist irgendwie so ein Hanfgedöns drin, ne? Isoliert. Ja, ja. Das sieht natürlich alles ein bisschen anders aus wie heutzutage. Mannschaftswohnung. Wir gehen mal kurz nochmal rein. Türe bitte schließen, steht hier dran. Also für die Mitarbeiter, Mannschaftsräume, Waschräume. Hier muss man klein gewesen sein, damit man sich hier nicht den Kopf stößt. So sieht's aus. Weil ich denke mal, die Türen sind so 1,75 hoch. Hier auch nochmal eine alte Schalttafel. Das war früher Partyraum. Ah so, ein Partyraum. Für die Jugend. Ja, ist doch auch mal was. Das scheint ein altes Gespüle, alte Theke, genau. Holzbalken da vor, dass man hier nicht mal rein kann von draußen. Mhm. Da kann man wohl keinen Schloss mehr einbauen. Das war dann hier der Tresen. So der sah zu Gebrauchszeiten da bestimmt auch noch mal ein bisschen besser aus. Und hier hinten war bestimmt der Heizungs. So, hier ist noch ein alter Räucherofen. Das ist ein alter Ofen. Da wurde dann früher Schinken geräuchert. Schinken, Wurst. Der Abzug, der ist. Ach so, der geht. Ne, wo sieht man den dann? Der müsste normalerweise irgendwo. Vielleicht ist er auch mittlerweile schon zu, ne? Der kann auch sein, also. Ja. Ja, sowas befindet sich alles in der Mühle. Ein Partykeller, ein Räucherofen. Wunderbar. Da unten wird das Feuer angemacht. Jo. So, jetzt sind wir ganz oben auf dem. Ganz oben geht es noch höher. Okay. Dann folgen wir mal ganz einfach. Also hier sieht es auf jeden Fall auch schon sehr interessant aus. Gucken wir uns gleich nochmal alles an. Es geht tatsächlich noch eine Etage höher. So, und hier ist es gleich mal so 10 Grad wärmer. Auf jeden Fall. Wir befinden uns jetzt direkt unterm Dach. Und hier steht die Maschine, die das im Endeffekt ist normalerweise im Prinzip Hühnerfutter. Maschine. Das ist jetzt einmal der Hühnerfuttermischautomat. Die verschiedenen Zellen, also Silozellen. Ja. Dann haben wir auf das der anderen Seite haben wir noch einen Trichter für Muschelgrit und früher wurde ja auch Garnelen da reingemengt. Ja. Weil die dann separat liefen. Hier war jetzt einmal komplett Getreide drin. In den verschiedenen Zellen.
Und das ist jetzt im Endeffekt, ich sag mal, das sind die Tröge, die wir ganz unten im Keller... Nee, die wir auf dem Erdgeschoss gesehen haben. Ach, die, okay. Ja, der Erdgeschoss war es richtig, genau. Und die Säcke, um das jetzt zu befüllen, die kamen... Nee, das wurde jetzt einmal über den Elevator befüllt. Ach so, das kam dann praktisch hier über die... Die haben sie auch wieder ein Schnecken. Also, okay. Das wurde dann, sagen wir mal, über den Elevator befüllt. Und mit den Schiebern, die man hier sieht, dementsprechend... Abgeschiebert. Abgeschiebert, okay. Hier vorne sieht man übrigens noch die Schieber, die da vorne drin gewesen sind, um das abzusperren. Jetzt habe ich gerade mal gefragt, wie denn überhaupt diese verschiedenen Getreidesorten überhaupt hier hochkommen. Also unten im Keller wurde durch Schieber gesteuert, was dann letztendlich durch das Rohr hier auf die Schnecke läuft und dann dementsprechend in die Silos verfüllt worden ist. Und wenn das nicht, sagen wir mal, dabei gewesen wäre, dann hätte es auch eine Staubexplosion geben können. Okay. Das heißt, dieses Bläsersystem, ist dann... Das waren hier, sagen wir mal, um was zu sagen, ja, jetzt sehen Sie jetzt hier so Leinsäcke, die jetzt, sagen wir mal, hier unten an Auffangtrichtern mit befestigt waren. Und wie gesagt, da wurde dann der ganze Staub aus dem Getreide rausgesaugt. Okay, und angetrieben wurde das Ganze praktisch durch ein Riemensystem, was hier durch die... Holzbalken gelaufen ist? Das ist ja gleich. Das sind normalerweise im Prinzip mal Elevatoren, die jetzt normalerweise also Getreideförderer. Hier zwei, oder besser gesagt, hier sind zwei Systeme drin, die da hinten auch normalerweise wieder runterlaufen. Okay. Ja, und hier oben haben sie den Elevatorkopf, wo der Getreide rausgeworfen wird. Okay. Aus den Bechern. Ja. Ja, und hinten leer wieder runter. Okay, so und das ganze Gerät, das wurde praktisch hier durch einen Riemen angetrieben von unten? Das wird, durch einen Riemen angetrieben, also wie gesagt, auch Transmissionssystem. Mhm. Ja. Mhm. So, dann haben wir hier sehr wahrscheinlich noch eine kleine Sackwaage, was auch immer. Ne? Und dann gehen wir weiter. Dann müssen wir wieder runter. Das ist jetzt, der große Elevator, der jetzt, Getreide außer... aus der LKW-Garage, also aus dem Getreidesumpf angenommen hat. Ja. Und hier oben haben sie auch wieder die Schneckensysteme, ja. Um jetzt normalerweise im Prinzip die vier Silozellen zu befüllen. Das hätte theoretisch, Das heißt also, hier mit diesem Schneckensystem sind sie befüllt worden. Mhm. Und das kleine Schneckensystem, das war jetzt normalerweise im Prinzip für die Getreidetrocknung zuständig. Okay. Und theoretisch hätte man jetzt hier an dem Zahnrad noch was anbinden können, was dann vielleicht hier oben auch angetrieben wird. Ist das richtig? Da hat ein Motor gestanden und dann... Ach, der hat das Ganze angetrieben? Der hat das Zahnrad angetrieben, damit die Schnecke normalerweise das Getreide gefördert hat. Also ich dachte jetzt, der Antrieb, der wäre da vorne irgendwo gewesen. Nee, der war da. Der war da, okay. So, jetzt haben wir ziemlich viel hier erfahren. Jetzt auch wieder, einen Tisch dran gehabt, der jetzt mit dem Aufzug hochgekommen ist. Ja, kommt man die Klappe auf. Die großen Elevator sind gefördert worden, gut und gerne in einer Stunde zwischen 5 und 6 Tonnen. Hm. Das ist schon eine riesige Menge. Die da durchgehen. Ja. 6 Kantlerreinigung, weil das Getreide hier durch das Rohrsystem reingefüllt wurde. Dann über diese 6 Siebel gegangen ist. Dann wurde da das saubere Getreide unten abgefüllt an den Absackschutzen. Und hier ist eine kleine Schnecke drin, die jetzt normalerweise im Prinzip den Staub und die Feinanteile wieder weggefahren. Mhm. So, diese kleine Schnecke, die sieht man da unten, da vorne sieht man sie ein bisschen genau. Zylinderreinigung, jetzt für grobe Sachen, also für Mais etc., die in dem Falle durch das Rohrsystem auch genauso ungefähr wie bei dem Sechsranter durch die Siebe gegangen ist, wo jetzt hier die Feinanteile rausfielen und hier normalerweise im Prinzip Körnermais rausfielen. Es ist ja hier im Endeffekt, hier sind ja verschiedene Körnungen im Endeffekt. Ja. Das sind zweimal Körnung, ich sage jetzt mal ganz einfach, 2 mm feine Körnung, genau. Mhm. Hier ist grobe und das wird dann so nach... Das wird dann normalerweise im Prinzip gedreht, sodass das einmal durchgeht. Mhm. Da steckt sogar noch der Mais drin. Da steckt sogar noch ganz der Mais drin. Ja. Und die Rollen da oben, die haben, was haben die jetzt bewirkt, die Gummirollen?
Also, sag mal, das ist, sag mal, keine Antriebswelle. Das ist normalerweise zum Reinigen. Und einigermaßen auch, sag mal, wieder Ware zu halten. Ach so, so eine Art Führungsrollen, sagen wir mal, ne? Ja. Und dann konnte man das Ganze zumachen. Ist vielleicht ein Schauglas drin? Nee, da ist kein Schauglas. Zack. Tja. Und das wird jetzt demnächst abgebaut. So traurig. Das ist von den Staubsachen. Die Stutzen. Hier unten die Stutzen, wo da normalerweise im Prinzip auch Säcke drunter hängen. Und jetzt normalerweise den Staub, sagen wir mal, in die Säcke reinzupacken und dann zu entsorgen. Genau. Das gleiche im Endeffekt ist ja wahrscheinlich nochmal in groß, ne? Das war jetzt normalerweise, das ist wieder von der Hammermühle. Ach, das ist jetzt wo das normalerweise im Prinzip mit Luft reingeblasen wurde. Jetzt sagen wir mal Gerstenmehl oder Leinmehl. Mhm. Ja, dann auch natürlich, sagen wir mal, durch diese Staubsäcke ging und dann normalerweise unten abgesackt werden konnte. Ah, so, okay. Das sind sehr wahrscheinlich nochmal so kleinere Siebe gewesen. Das ist jetzt, sagen wir mal, noch eine uralte Schälmaschine gewesen. Eine Schälmaschine, okay. Um jetzt normalerweise im Prinzip, wenn zum Beispiel an Gerste, haben sie teils lange Granen dran. Mhm. Und dann wurden die Granen da abgeschält, ja, sodass sie reine Gerstenkörner hatten. Ah, so. Ja, und das ist jetzt, sagen wir mal, wieder die Getreidetrocknung. Ja. Von oben. Also ihr seht, viel Technik, die man auch verstehen muss. Und ich glaube, das wird ja sehr gut erklärt. Ich muss mir das nochmal richtig auf die Zunge zergehen lassen. Aber sehr interessant. Ja, und überall hat man hier so kleine Luken, wo dementsprechend was hochgezogen worden konnte. Das ging dann durch bis oben auf den Dachboden. Und überall ist dann dementsprechend dieser kleine Abstelltisch gewesen, ne? Richtig. Luke sichern, immer aufpassen, dass da keiner reinfällt. Wenn man die Arbeit da hinten sieht und läuft der her und dann laufen wir auf einmal eine Etage tiefer weiter. Dann sind sie normalerweise im Prinzip sind wir schneller unten wie uns andere. Eine schöne Tafel hängen, 6.12.2007. Wir waren normalerweise über Pferdefutter und sag mal, um dann normalerweise im Prinzip jetzt mal aufzuschreiben, wie lange haltbar etc. Ja, und hier hat man dann nochmal so eine kleine Rutsche, um, ja, ich sag mal, wieder in den Verladebereich zu kommen, richtig? Nein, das ist eine schiefe Ebene. Ja. Wo wir früher normalerweise, wo es einmal wenig an Palettenware gegeben hat, wo dann der LKW normalerweise rückwärts hier, da haben wir dann eine Rampe aufgebaut. Ja. Ja. LKW rückwärts davor und dann konnte man normalerweise mit der Sackkarre über diese schrägen Rampe die Ware transportieren, sodass man die nicht alle schleppen muss. Mhm. Das heißt, da vorne die Kante, die hat so eine ungefähr 1,40, 1,60. Ja, also wie gesagt, hier hat eine, schräge Ebene drauf gelegen. Dann war unten normalerweise ein Holzgestell, ein Brett drauf, sodass man vom LKW normalerweise im Prinzip runterfahren konnte mit der Sackkarre und dann ging es dementsprechend hier hoch. Okay. Macht Sinn. Ja, da sind wir auch schon am Ende. Wie gesagt, wir sind jetzt nochmal am Tresor, wo früher die ganzen Firmeneinnahmen, denke ich mal, auch verschlossen worden sind. Ja, verschlossen und dann schnell wieder weggebracht. Ja, genau. Und das ist jetzt im Endeffekt das letzte Stück, was hier aus dem Gebäude rausgeht. Der Rest, den wird der Bagger fressen. Schade drum, aber gut, wir haben es jetzt, glaube ich, hoffentlich schön festgehalten. Wir machen jetzt einen schönen Film da draus. Hoffe, euch gefällt das. Und dann sagen wir ganz einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.